Herzlich willkommen zu den Motorradnachrichten. Heute mal hier aus dem Office, weil hier geht es schneller und hier ist schon alles aufgebaut. Jetzt brauche ich nicht nochmal extra irgendwas umbauen. Starten wir mit den MotoGP-News. Da ist einiges passiert, total wirre Sachen. Vinales suspendiert, weil er irgendwie Blödsinn gemacht hat oder so. Da gab es ein Video, wo der Vinales am Red Bull Ring quasi eine relativ gemütliche Runde für seine Verhältnisse gefahren ist, war irgendein Test und hat das MotoGP-Motorrad, die M1, ein paar Mal total unnötig und zum Jux oder so in den Begrenzer reingejagt. Und das muss angeblich so ein bisschen, vielleicht nicht der auslösende Grund, aber dann letztendlich der ausschlaggebende Grund gewesen sein, dass irgendwie die Zusammenarbeit mit Yamaha auf Anhieb endete. Und ganz ehrlich, ich meine, ja, egal was da war, das finde ich schon, ich weiß nicht, was war und ich weiß nicht, was die intern für Probleme haben, aber so ein Motorrad einfach so zum Spaß in Begrenzer reinjagen, das finde ich so ein bisschen, naja, so trotzmäßig. Ne? So, ihr habt mir das nicht gegeben, was ich wollte und jetzt versuche ich, eure Motorrad kaputt zu machen. Ja, ganz ehrlich, das ist so ein bisschen, Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, von diesem Aussetzer beim Vinales. Naja, Quartararo hat in Silverstone seine WM-Punkte ein bisschen ausgebaut, was gut ist. Und was aber mit totaler Überraschung ist, war natürlich der Espargaro. Ne? So, wow, so das erste Rennen gewonnen, so richtig aus dem Nichts hervorkommen. Richtig heftige Leistung mit Aprilia gezeigt. Habe ich nicht damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. War aber auch mal erfrischend, dass einfach so mal das ein bisschen so Unterschied ist in dem ganzen Feld und das Ganze aufmischt ist, wohingegen Marquez mal wieder so einen Patzer gebracht hat, wo man sich auch fragt, ja, hat denn das sein müssen, dass er den Jorge Martin da einfach mal so abräumt? Bestimmt hat er es nicht absichtlich gemacht, aber da waren halt wieder die Sinne waren halt wieder so geschärft nach vorne und ich muss und auf Biegen und Brechen und dann kommen natürlich solche Sachen dabei raus und das passiert nicht nur in der MotoGP, sondern das passiert ja auch bei den Hobbyfahrern, wenn man irgendwie versucht, auf Biegen und Brechen irgendwas zu erreichen oder eine bessere Rundenzeit zu fahren oder noch eine Platzierung gut zu machen. Und genauso war es da auch. Und er wollte halt am Anfang gleich mit da vorne dabei sein und hat halt das Ding in der ersten Runde übers Vorderrad verloren und schießt den Jorge Martin ab. Also, oh, das ist schon ärgerlich, wenn du da der Martin wärst, wo du denkst, okay, danke, danke für nichts, so nach dem Motto. Also, das ist schon, ja. Was auch noch extrem interessant und spannend ist, finde ich zum Beispiel, dass ein Dovizioso auf der Petronas dann fährt, wo Morbidelli drauf war. Also ein Dovizioso, der eigentlich Ducati gefahren ist, dann so ein bisschen so, na, ich habe jetzt mal keinen Bock mehr, mach mal ein bisschen Pause und so. Und dann jetzt auf der Petronas drauf sitzt. Könnte interessant sein. Bin ich gespannt, inwiefern das ein Dovizioso sich auf einer Yamaha tut. Vielleicht wird er sogar schneller. So, dann haben wir ein Foto der Woche geschickt, also du kannst mich unter den Hashtag MeindlRacing, kannst du mich markieren in Instagram und ich scroll da einfach mal so ein paar Mal durch und schau mal, was da so gibt. Und da hat mich der Herni-795 markiert mit einem Regenfoto aus Brünn. Knie am Boden, würde ich jetzt mal sagen. Extrem viel Wasser auf der Strecke, schaut aus, wenn es von oben und von unten kommen würde, schaut richtig geil aus, muss man mal erlebt haben, muss man mal gemacht haben. Brünn hat zwar, griptechnisch ist es ja umstritten, da gibt es ja Probleme, will mich jetzt nicht weiter zu äußern, kann ich anders mal gerne darauf eingehen, aber im Regen hat er schon immer relativ gut Grip gehabt und das sieht man auch da und ich glaube der Herni, weiß nicht, hat da wirklich Spaß gehabt. Er schreibt, kurzer Rennbericht, vom P5 ging es für mich in mein erstes Langstreckenrennen, konnte bis auf P1 vorfahren. Er hat zwar dann aufgeben müssen, weil er alleine an den Start ging, alleine im Langstreckenrennen ist natürlich schwierig. Also Herni, vielleicht das nächste Mal ein, zwei Kollegen mitnehmen, auch wenn es regnet, Motivation, Regen probieren. So, markier mich auch du gerne, wenn du möchtest, dass ich dein Foto hier in den Meindl News quasi aufrufe bzw. zeige. So, gehen wir über zu den Meindl News, bevor wir zum Gewinnspiel kommen. Bei Gewinnspiel, es gibt nämlich einen X-Lite-Helm zu gewinnen, ne? Also meinen X-Lite-Helm, zeige ich dir dann wie. Und es gibt noch was zu verlosen, hat nämlich auch jemand was gewonnen.
ein bisschen so die Meindl-News. Wir haben jetzt halt mehrere erfolgreiche EDM-Wochenenden hinter uns gebracht. Ihr habt auch das eine Video aus Assen hoffentlich gesehen. Wer es nicht gesehen hat, ich verlinke es nochmal unten in der Beschreibung. Christoph, du darfst es dann in die Beschreibung hineinpacken, damit ich es nicht vergesse. Wir haben jetzt noch einen EDM-Lauf, der am Hockenheimring stattfindet. Also sprich das Finale mehr oder weniger. Ja, das Team arbeitet sich vor. Leon hat viele Chancen, nächstes Jahr noch schneller zu werden. 50 hat zuerst so ein bisschen gestrakelt, hat jetzt aber auch im Red Bull Ring im zweiten Rennen dann doch ein bisschen so der Knoten aufgegangen. Der hat natürlich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, mitten in der Saison einzusteigen, wo die anderen alle schon warm sind und viel gefahren haben und so. Muss er sich erst wieder einfinden. Das Ganze hat er sich ein bisschen schwer getan, aber ich denke, der Knoten ist so ein bisschen aufgegangen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Basic Fahrwerkssetting von der Superbike Tech Suspension, also meiner zweiten Firma, meiner und Freds Firma, bieten wir Fahrwerkssettings an, die relativ einfach und simpel sind für jedermann, für jedes Fahrwerk, für Standardstraße, für Rennstrecke und so weiter. Einfach mal zu schauen, wie steht das Fahrwerk da, ohne jetzt irgendwas auszubauen oder umzubauen, sondern einfach Federvorspannungen, Dämpfung zu machen und so weiter, dass das einfach vernünftig funktioniert. Das bieten wir an, geht relativ simpel, ist relativ günstig, kostet 59 Euro, kann man online buchen im System, ist unten der Link dazu drinnen und dann sehen wir uns hier bei mir in der Firma. So, dann geht's weiter. Saison, naja, ich will es gar nicht aussprechen, aber es ist fast zu Ende. Es ist der 1. September bei mir jetzt. Weiß nicht, wann du das Video siehst. Es geht schon langsam Ende der Saison hier. Was aber nicht heißt, dass Motorradfahren vorbei ist, sondern wir gehen ja über nach Spanien. Logischerweise. Spanien ist natürlich eins der wichtigsten Sachen für mich als Motorrad-Rennstreckenfahrer, das natürlich im Winter weiter zu betreiben und auch du kannst mit dabei sein. Und wir wollen dir das so einfach wie möglich gestalten, deswegen haben wir jetzt auch eine Homepage, auf der Homepage einen extra Link, extra Seite entwickelt, wo du eine unverbindliche Anfrage stellen kannst, hey, ich möchte gerne, dass ihr euch um Transport, Hotel, Rennstreckentraining auf einer Rennstrecke, die ich mir aussuche. Wir haben verschiedene Events, alle mit Bike Promotion zusammen, da könnt ihr euch aussuchen, wo ihr gerne fahren wollt und dann bekommt ihr ein unverbindliches Angebot, da wo mal alles drin ist, ne? Da wo ihr euch um nichts kümmern müsst, eventuell das Motorrad 50, 100 Kilometer wohin bringen zum Transport-Sammelstützpunkt, aber dann geht es ab nach Spanien, wir buchen euch den Flug, wir buchen euch das Hotel, also ihr braucht euch eigentlich um nichts kümmern, ihr braucht nur die 3-4 Tage dann Zeit haben und das ist gar nicht so teuer, wie man meint, schickt es gerne mal, unverbindliche Anfrage, wir schicken euch, beziehungsweise der Christoph schickt euch ein unverbindliches Angebot. So, dann noch sehr interessant, am 17., 18., 19. September gehe ich nach Le Castellet, da ist das 24-Stunden-Rennen im Bol d'Or, mit Yard natürlich. Yard hat durchaus Chancen auf den Sieg, sie waren immer schon schnell genug, wir hoffen, dass diesmal auch das Glück auf deren Seite steht und nichts kaputt geht und keiner stürzt. Und sie das 24-Stunden-Rennen durchfahren können und vielleicht einen Podiumsplatz oder das Rennen sogar gewinnen und ich mache dabei ein Film, einen sehr hochwertigen Film, eine Dokumentation mit all der Dramatik, die da natürlich entsteht und sucht dann natürlich auch noch Sponsoren bzw. Werbepartner, die sich gern auf diesem Video platzieren möchten. Da geht es nicht darum, dass wir mit da Geld verdienen, sondern es geht darum, dass wir halt die Unkosten von 2 Personen, Flug, Hotel und tralala so ein bisschen zumindest adaptieren, dass wir da nicht noch Geld mitgeben müssen, damit wir arbeiten dürfen. Und das geht so ein bisschen. Und da wollen wir gern jemanden, wenn du eine Firma hast, wo du gerne Werbung platzieren möchtest, unten ist ein Link von der E-Mail-Adresse, da kannst du dich gerne melden und dann nehmen wir Kontakt auf und dann muss es relativ schnell gehen, wenn da Interesse besteht. So, dann haben wir ein Gewinnspiel-Auslosung vom letzten Mal. Da haben wir ein Kettenreiniger-Set von Renngrip verlost. Das ist so ein Kettenreiniger und Kettenspray und so eine extra Bürste dafür und so weiter. Und da haben wir natürlich in den Kommentaren da gesammelt. Und da hat geschrieben der Florian Ostenried, endlich wieder News, top wie immer. Irgendwann wird es mal klappen mit dem Gewinnspiel. Also Kettenreiniger Renngrip. Florian, ich schicke dir den Kettenreiniger raus, das Kettenreiniger-Set raus. Schreib mir bitte eine kurze Mail in die eingeblendete Mailadresse, damit wir deine Adresse haben, damit wir dir das zuschicken können. So, dann verlosen wir meinen X-Lite. Das ist der X803. Das ist nicht der RS, sondern das ist der Vorgänger. Den habe ich 2 Saisons gefahren.
mit dem bin ich nicht gestürzt, der ist noch gut beieinander. Der hat zwei, drei kleine Kratzerchen hier am Lack, aber das kommt nicht vom Stürzen, sondern da ist man halt mit irgendwas mal hingewischt oder so. Also der ist definitiv nicht runtergefallen, nie gestürzt. Den kann ich besten Gewissen einfach verlosen, verschenken. Den habe ich damals noch selbst gekauft, den habe ich nicht von X-Like gesponsert bekommen, wie die jetzigen. Aber ich habe so viele Helme mittlerweile, da wäre es fast, sage ich mal, uncool, noch alle zu behalten. Ich kann einen abgeben und deswegen verlose ich den jetzt. Und was du dazu machen musst, ist ganz einfach. Du schreibst einfach in die Kommentare X-Light. Ohne Hashtag, ohne alles, einfach nur X-Light. Kannst auch gerne was anderes dazu schreiben mit X-Light, aber nur die X-Light-Kommentare werden quasi für das Gewinnspiel berücksichtigt. Ansonsten, das war so ein bisschen mit den Mindl-News. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Gebt gerne einen Daumen hoch und abonniert auch den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Also, würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin und ciao.